Herzlich willkommen hier im Johnny Carr Aktivpark in Staaken. Wir feiern heute hier die feierliche Übergabe des ersten Bauabschnitts mit dieser wunderschönen Spiellandschaft. Und wir erinnern mit dem Johnny Carr Aktivpark an die tragischen Ereignisse vor 10 Jahren, um Johnny Carr hier nochmal aufleben zu lassen, um zu sagen, wir stehen für Respekt und Zivilcourage. Und mit seiner Schwester gemeinsam wollen wir dafür sorgen, dass in diesem Park auch tatsächlich das Thema Zivilcourage zeigen, Respekt zeigen in Spandau auch ein Gesicht bekommt. Deshalb werden wir hier weiter bauen. Bis 2024 wollen wir hier fertig werden und dann wird das eine ganz tolle Sache für alle. Und ich lade herzlich ein, sich diesen Park zu eignen. Ich will mich als Bezirksbürgermeister auch explizit nochmal bedanken. Bei dem Senat, bei der Senatsverwaltung, stellvertretend Frau Dr. Obermeier, weil all die Ideen, die wir haben und manchmal auch Finanzierungswünsche, Finanzierungserweiterungswünsche, weil Projekte vielleicht auch mal ein Euro teurer werden, würden nicht funktionieren, wenn wir Ihre Unterstützung nicht hätten, Frau Dr. Obermeier und die Ihrer Senatsverwaltung. Insofern haben Sie auch einen Applaus verdient. Tragen Sie es bitte auch in die gesamte Senatsverwaltung. Vielen herzlichen Dank. Der Anlass, warum wir hier überhaupt einen Johnny Carr Aktivpark haben, der ist ein trauriger. Da geht auch nichts drüber hinweg. Aber ich bin auch Tina sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass sie diesen Anlass aufgegriffen hat und daraus eine Idee gemacht hat, wie man ja einfach einen Platz schafft, wo Solidarität und miteinander sprechen, spielen, etwas machen, eine Rolle spielt, einen Ort hat. Und natürlich finanzieren wir das sehr, sehr gerne. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn Land und Bezirk da Hand in Hand arbeiten. Es ist unser Leben. So, wir sind hier und das sage ich immer wieder und ich hoffe, dass euch das bewusst ist. Es ist nicht einfach so, dass wir dachten, okay, irgendwo muss ein Park hin, wo irgendwie eine Fläche zur Verfügung steht, sondern nein, das ist unser Park. Meine Geschwister, als ich klein war, wir waren hier picknicken. Johnny hat hier regelmäßig Fußball gespielt. Seine Kita ist gleich, wenn man den Weg dort runterläuft. Wir haben dort in Blasewitzering gewohnt, unsere Grundschule, Seeburger Straße. Da war ich auf der Grundschule, meine Schwester war auf der Grundschule und mein Bruder war auf der Grundschule. Die Obstallee war das Einkaufszentrum, wo wir bei Toben irgendwie einen Pfannkuchen gegessen haben. Wir haben den Steg benutzt, deshalb, das ist unser Kiez, wo wir geboren, wo wir aufgewachsen, wo wir groß geworden sind. Und deshalb ist es so, bin ich so dankbar, dass Berlin und das Spandau, dass sie sehen, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig Johnnys Leben war und ist. Und Thema ist Planeten und das Universum. Und wir suchen, wenn wir abends in den Sternenhimmel gucken, wünschen wir uns immer irgendwie auf einen Planeten zu gehen, auf irgendeinen Stern. Aber dieser kleine Planet namens Erde ist inmitten von diesem großen Universum. Und wir fliegen in diesem Universum und sind Teil dieses Universums. Deshalb schaut nicht nach irgendwo anders, sondern versucht euer Leben einfach so bewusst und so glücklich und so friedlich zu leben, wie ihr könnt. 1, 2, 3.